Haushaltsberatungen. Und eben gerade da musste der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck im Bundestag seinen Etat erklären und verteidigen. Allerdings fiel auf, über den eigenen Haushalt und die angeschlagene Wirtschaft verlor er kaum ein Wort. Er nutzte seine Redezeit für scharfe Angriffe in Richtung Union und CDU-Chef Friedrich Merz. Und er brachte auch erneut eine Reform der Schuldenbremse ins Spiel. Nämlich hätte er gern ein Sondervermögen für die Wirtschaft. Laut Gegenrufe waren die Folge. Alle diskutieren über die Schuldenbremse. Die Wirtschaftsunternehmen fordern sie ein. Die Zentralbank spricht darüber, dass Deutschland ein Problem hat. Die Banken wollen es. Die Unternehmen, der Wissenschaft, der Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Wir halten uns an den Koalitionsvertrag. Ich weiß natürlich, dass eine Diskussion über die Schuldenbremse in den derzeitigen Möglichkeiten nicht richtig ist. Aber es gibt vielleicht einen Weg, in diesem Sinne zusammenzukommen. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zu Recht wollen, nämlich über Tax Credits, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen? Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, von der Opposition, von den Liberalen. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Was wir dazu brauchen, ist ein gemeinsames Gespräch. Um das bitte ich und zu dem lade ich ein. Dankeschön. Sprechen wir noch mal über diesen Auftritt von Robert Habeck. Achim Unser ist für uns im Bundestag, verfolgt die Debatten. Ja, Achim, also um den Haushalt des Wirtschaftsministeriums ging es dabei nicht. Robert Habeck war ziemlich on fire und hat auch noch mal ein Sondervermögen für die Wirtschaften gefordert. Wie stehen denn die Chancen? Wie sind die Reaktionen darauf? Na, da gab es eigentlich glatte Ablehnung von der Union. Und man muss das einfach sehen, das ist eine längere Geschichte, weil Robert Habeck hat des Öfteren schon auf den amerikanischen Inflation Reduction Act hingewiesen. Das ist ja dieses riesige, milliardenschwere Subventionspaket, das eben Joe Biden, der US-Präsident, ausgegeben hat. Und das hat ja sogar auch deutsche Wirtschaftsunternehmen, sage ich mal, Richtung USA gezogen. Und er sagte immer schon, Robert Habeck, schon des Öfteren, sagte er, ja, wir haben zu wenig Geld hier in Deutschland, um unsere Wirtschaft zu stützen. Wir sind wie in einem Boxkampf und uns sind die Hände auf den Rücken gebunden. Und deswegen, wir bräuchten viel mehr Geld, um die Wirtschaft jetzt zu fördern im internationalen Wettbewerb. Das ist sozusagen sein Narrativ, das ist seine Erzählung. Und deswegen hat er jetzt eben heute dann tatsächlich auch dieses Sondervermögen Wirtschaft gefordert. Dafür gab es dann eben auch Gelächter. Wir haben es ja auch selbst gerade gehört, weil darauf reagiert natürlich die Opposition gerade sehr kritisch auf Sondervermögen, weil man möchte nicht, dass der Staat noch mehr Schulden macht. Und darauf gab es dann auch eine Antwort von Jens Spahn von der Union. Hören wir uns die mal an. Herr Minister, in Ihrer Rede zur Einbringung des Haushaltes vor 5 Monaten haben Sie gesagt, man müsse raus aus der Komfortzone. Nun, Sie regieren seit 2 Jahren. Das Ergebnis? Rezession. Deutschland ist das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. 135 Milliarden Euro an Investitionen sind rausgeflossen aus Deutschland in einem Jahr, 10 Milliarden nur rein. Wer kann, investiert im Ausland. Der Standort Deutschland ist in Gefahr. Dazu Rekordinflation, ein massiver Wohlstandsverlust, wie wir es noch nie vorher gesehen haben. Ich kann Ihnen also versichern, Herr Minister, Unternehmer, Handwerker, Familien, Bürgerinnen und Bürger, die haben ihre Komfortzone verlassen müssen wegen ihrer Politik. Die Frage ist, wann verlassen Sie Ihre Komfortzone und ändern Ihre Politik für die Bürgerinnen und Bürger hier im Land? Und Jens Spahn hat in seinem kurzen Debattenbeitrag dann auch noch darauf hingewiesen, dass dieses Sondervermögen, das Robert Habeck gerade vorgeschlagen habe, kurz darauf von einem Redner von der Koalition, also von der FDP, dann auch abschlägig beschieden wurde. Davon sei nicht die Rede. Und dann eben zu Recht der Hinweis von Jens Spahn, die Koalition müsse sich innerhalb die Ampel müsse sich innerhalb der Koalition eigentlich erstmal einig werden. Und jetzt kam auch vor kurzem gerade eine Meldung, dass das EU-Lieferkettengesetz möglicherweise von Deutschland nicht, dass Deutschland dem nicht zustimmen wird, dass es sich enthalten wird, weil eben das Finanz- und das Justizministerium, beide FDP geführt, nicht dafür stimmen wollen. Und das ist ja auch ein Anliegen der Grünen. Also man sieht, da bahnt sich innerhalb der Koalition schon wieder ein Streit an. Es wird weiter gestritten. Und das eben dann ein Vorwurf von Jens Spahn, das sei eben keine gute Politik.
uns geht der Stoff zum Berichten also nicht aus. Das kann man schon mal so absehen. Achim, vielen Dank für deine Einschätzung. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.